Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zum ersten Sonntag im Juni 2022. Bei meinem Dreh regnet es gerade draußen. Es grummelt auch so ein bisschen. Also falls irgendwelche Nebengeräusche sind, die so nicht ins Bild passen, dann ist das das Unwetter, was gerade draußen herrscht. Ich hoffe, das zieht schnell vorüber. Und ich hoffe auch, an diesem Sonntag, heute, am Pfingstsonntag, ist wundervolles Wetter draußen oder an jedem anderen Tag, an dem ihr das in diesem Sommer gucken mögt. Denn ich möchte mit euch heute Color Match durchgehen, also Farbkombinationen. Wie findet ihr für euch die richtige Farbkombination? Es gibt natürlich verschiedene Wege, richtige Farbkombinationen oder schöne harmonierende Farben miteinander zu finden. Das kann von knallig bunten, wenn wir uns wirklich mal auf den Sommer beziehen, kann das von knallig bunten, fröhlichen Farben, die, auf die ihr vielleicht überhaupt gar nicht gekommen wärt, die miteinander zu kombinieren. Da könnt ihr euch wirklich an einfachsten Sachen orientieren und da möchte ich euch heute ein bisschen Inspiration mit auf den Weg geben, wo ihr am schönsten oder wo ihr die schönsten Farbkombinationen herbekommt. Da möchte ich zum einen vielleicht mal auf eine mit der einfachsten Varianten kommen, wo man nicht viel nachdenken muss, wo man wirklich sich nur entscheiden muss. Ich habe mir im Frühjahr habe ich mir zwei Bücher gekauft. Das soll jetzt ja auch gar keine Werbung sein. Es gibt sicherlich auch noch andere schöne Bücher und es gibt auch kostenlose viele Möglichkeiten, Farbpaletten zu finden und sich auch Farbpaletten zusammenzustellen. Das ist eine Möglichkeit. Ich habe mir das Buch selber gekauft. Das ist keine Werbung oder ähnliches. Aber ich habe mir das Buch A Palette Perfect geholt. Das ist die zweite Ausgabe mittlerweile. Und das Schöne an der Ausgabe, also in der ersten Ausgabe, ging es um Emotionen, also so um verschiedene Gegebenheiten. Und in diesem Buch sind tatsächlich die Jahreszeiten im Vordergrund. Der meteorologische Sommeranfang hat am 1. Juni begonnen. Am 21. Juni ist richtiger Sommeranfang, also kalendarischer. Und ich wollte euch einfach mal zeigen, was hier für Farbpaletten drin sind. Nur als Inspiration, als Beispiel. Hier fängt der Sommer an. Es fängt wirklich mit schlichten Farben bis hin zu Grün natürlich. Der Sommer ist grün ohne Ende. Poolfarben, also das erinnert mich sofort an Pool, aber natürlich auch an warme Farben, die immer wieder mit kräftigen und hellen Farben gemischt sind. Wieder, also Grün und Gelb ist, glaube ich, so eins. Und ihr seht es auch hier vielleicht schon anhand der Beispielbilder, vor allen Dingen hier, dass ihr euch immer an Pflanzen orientieren könnt. Guckt in die Natur raus. Mutter Natur ist so eine talentierte Farbkomponistin, die hat sich einfach Gedanken gemacht, würde ich gerade sagen. Die hat sich vielleicht noch nicht mal Gedanken gemacht, aber wir zerbrechen uns den Kopf darüber, wie man Farben am besten kombinieren kann. Manchmal sind es nur zwei, manchmal sind es fünf, manchmal, keine Ahnung, braucht man eine ganze Farbpalette. Aber ihr seht schon hier, es geht in die verschiedensten Richtungen. Also es geht jetzt nicht in eine Farbrichtung. Das sind warme wie kalte Farben, das sind erfrischende Farben, das sind wohlige Farben. Natürliche Töne, ne? Natürliche neutrale Töne. Aber wie gesagt, ich möchte euch auch hier noch einen Weg zeigen. Eine andere Möglichkeit ist es natürlich, in einer Suchmaschine Sommerfarben einzugeben. Das habe ich jetzt hier mal gemacht und das gehe ich hier mal ganz kurz mit euch durch. Ihr seht verschiedene Paletten. Also ich habe Sommerfarben getrennt geschrieben. Ihr seht verschiedene Paletten. Ihr seht verschiedene Fotos, auf denen meistens fünf Farben rausgenommen wurden. Da sind Sonnenuntergänge dabei, da ist ein Strand dabei. Also ihr seht, dass man das hier auch schön kombinieren kann. Es sind knallige Farben, es sind pastellige Farben, es sind Neonfarben. Also es ist wirklich durchweg gemischt. Aber ich finde, wenn man die Farben sich anschaut, bekommt man sofort Lust auf Sommer. Also. Eine Möglichkeit ist es dann natürlich, auf Fotos zu schauen. Guckt selber in eure Umgebung. Geht durch den Garten, geht durch den Wald. Guckt euch Blumen an. Eine andere Möglichkeit ist auch noch, schaut euch Obst an. Zum Beispiel die Wassermelone. Ich habe euch hier mal ein Bild eingefügt. Die Wassermelone, die hat wundervolle Farben. Es sind zwar zwei sehr prägnante Farben. Ne? Es ist ja ein knalliges Rot, wenn nicht sogar fast Pink schon, je nachdem. Und ein schönes Grün. So, da sind aber tatsächlich noch ein paar Farbnuancen dazwischen. Es geht ein helles Grün, vielleicht eine Rosé, vielleicht auch
ein helles Grün. Was hat man hier noch? So ein Cremeton. Ne? Also das würde zum Beispiel die Melone hergeben. Ein anderes Obst wäre zum Beispiel auch die Zitrone. Auch drei prägnante Farben. Gelb, helles Grün und auch wieder so ein Cremeton. Man könnte vielleicht auch noch ein paar Nuancen, ein bisschen dunkleres Grün und vielleicht so ein Ticken, so vielleicht lichter Ocker, vielleicht fast ein bisschen aus Orange, aber vielleicht noch nicht mal ganz. Also so ein dunkles Gelb und ein helles Gelb, sagen wir es mal so. Ein anderes Obst, ich weiß gar nicht, ob das Obst ist, aber Rhabarber ist auch so eine richtig tolle Kombination. Rhabarber ist fast wie die Melone, auch ein schönes, kräftiges Pink, ein helles Grün, dunkles Grün. Auch wieder, ich glaube, ihr seht schon hier auf der Seite, ich kann mich jetzt nicht entscheiden, ob das Melone oder Rhabarber. Ich würde es tatsächlich eher zu Rhabarber tendieren, wenn ich mir die Farbpalette anschaue, die ich mir hier rausgesucht habe. Obwohl ich mich eigentlich nach der Wassermelone richten wollte, aber ich sehe schon, da brauche ich eine andere Farbpalette. Also richte ich mich heute nach dem Rhabarber. Eine andere Farbkombination wäre vielleicht auch noch die Avocado. Ich finde, sie hat so eine Mischung, also obwohl sie tendiert schon eher zu warmen Tönen, also eine recht unreife Avocado, die ist ja noch sehr grün, aber eine sehr reife Avocado, die geht ja schon ins Bräunliche, je nach Lichteinfall auch fast so ein bisschen ins Violett, Rot-Schwarz, so Violett-Schwarz in die Richtung. Der Kern ist natürlich braun, das Fruchtfleisch hat auch eine Tendenz von hellem Grün, ein Stich Gelb, auch wieder so ein Creme-Beigeton, lichter Ocker. Na, lichter Ocker ist schon fast zu dunkel. Aber ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ihr müsst euch, wie gesagt, gar nicht so sehr den Kopf zerbrechen. Ihr solltet vielleicht euch überlegen, in welche Richtung will ich mit meinem Farbton gehen? In welche Richtung möchte ich mir meine Farben aussuchen, soll es sommerlich werden. Ihr könnt immer in einer Suchmaschine suchen, das ist gar kein Problem. Ihr könnt immer euch Lektüre zur Hilfe nehmen. Dafür ist sie da, dafür ist sie geschaffen, um sich weniger Gedanken zu machen. Ihr könnt euch dafür mehr Gedanken um Komposition, um Form, Gestaltung. Also in meinem ersten Video im Monat geht es ja immer um Lettering, deswegen geht es hier um Lettering. Farbkomposition kann man auch super für Illustrationen nutzen, für einzelne Bilder. Ne? Also ihr seht ja, wenn man Obst malen will, da braucht man gar keine große Farbpalette. Aber ihr habt jetzt hier gesehen, ich möchte diese Farbpalette heute mit euch zusammen blenden. Die Farbkombination, wie gesagt, ich wollte eigentlich Melone haben, habe mich aber jetzt, da ich die Bilder mir nochmal angeschaut habe, doch eher Tendenzen zu Rhabarber gesehen. Ich bin geschmacklich gar nicht so ein großer Fan von Rhabarber, aber von der Farbe her ist sie natürlich unschlagbar. Und ich habe mir hier das Wort oder die Worte Color Match aufgeschrieben. Und ja, vielleicht mögt ihr ja auch ein Wort. Man hätte jetzt auch Rhabarber schreiben können. Also ihr könnt natürlich auch den Farbton wählen, den ihr im Wort widerspiegelt. Ne? Also wenn das jetzt zum Beispiel ein Strand, ihr habt vorhin jetzt gerade gesehen, wo ich die Sommerpaletten, da waren Strandfarben dabei. Was ist das? Ein Sandton, ein helles Blau, ein dunkles Blau, ich glaube auch ein Braun. Und ich weiß gar nicht, ob da jetzt noch eine fünfte Farbe dabei war. Da müsste ich jetzt nochmal nachschauen. Aber ich möchte euch einfach zeigen, wie diese Farben miteinander harmonieren. Ihr könnt mir beim Blenden jetzt hier über die Schulter schauen. Hier geht es jetzt tatsächlich auch nur ums Blending. Wie ich den Rest ausschmücke, das werden wir danach noch sehen. Aber ich freue mich jetzt hier auf dieses Bild und viel Spaß beim Zuschauen.
So, mal eine ganz kurze Pause, eine kurze Unterbrechung. Also ich finde, auf dem Papier wirken die Farben nochmal ganz anders. Ich habe jetzt hier auch tatsächlich gar nicht die Farben miteinander verblendet, sondern ich habe sie teilweise einzeln ausblenden lassen. Also ihr seht, ich habe nicht den ganzen Buchstaben ausgemalt, sondern ich habe mir nur die Hälfte oder zwei Drittel vom oberen Teil und habe den Rest dann mit dem Wassertankpinsel nach unten gezogen, dass einfach so ein bisschen Kontrast, so ein bisschen Bewegung im Buchstabe ist. Ja. So, jetzt beim unteren, da gehe ich jetzt tatsächlich, ich mische es sonst immer gerne durch, aber hier mache ich jetzt tatsächlich in drei Schichten, so schichtmäßig, wie es eventuell auch so ein bisschen beim Rhabarber ist. Und gehe jetzt quasi in die nächste Runde, wo ich Farben miteinander verblende. Mehr Farbe würde ich jetzt hier gar nicht reinbringen. Manchmal wirkt so ein Blending auf großer Fläche einfach schöner, als wenn man es ziemlich klein macht, weil man dann einfach mehr Platz hat, die Farben miteinander zu vermischen. Ich finde, hier geht es gerade noch. Aber auch wenn ich mir nur die Farbpalette, ohne dass wir es miteinander verblendet hätten, anschaue, ich mag die Farbpalette total gerne. Aber auch in Kombination mit dem Blending, finde ich, kommt es dem Rhabarber tatsächlich noch näher. Ich werde jetzt eben nur ganz kurz, nur mit einem Fingerschnipp, ein paar Details noch hinzufügen. Tada! So schnell kann das gehen. Nein, natürlich nicht. Ihr wisst es natürlich. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Inspiration mit auf den Weg geben. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen motivieren, über Farben nachzudenken. Dass Farben unglaublich viel ausmachen in einem harmonischen Bild, in einem harmonischen Schriftbild, ebenfalls wie in einer Illustration. Farben müssen miteinander harmonieren, die müssen miteinander spielen. Natürlich kann man auch mit starken Kontrasten arbeiten, aber trotzdem sollten die Farben irgendwie sinnbildlich immer miteinander zusammenpassen. Und ich hoffe, ich konnte euch ein paar kleine Tipps geben zum Anfang mit dem Obst und den Blumen und vielleicht auch, dass man einfach nach Farbpaletten sucht in der Suchmaschine. Also das ist eigentlich gar nicht so schwer und ich bin gespannt, ob ihr euch darauf einlassen könnt. Merkt ihr, wie die Sonne rauskommt? Das Gewitter ist vorbei. Nach Regen kommt Sonnenschein. Ihr wisst, ihr kennt den Spruch. Wird gleich viel heller hier drin. Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Egal. Ihr wisst, was ich meine. Ich hoffe, ihr könnt euch darauf einlassen, Farben zu benutzen, Farben richtig zu benutzen, Farben richtig einzusetzen. Und damit lasse ich euch jetzt stehen. Habt ihr Fragen? Dann fragt. Möchtet ihr eure Inspiration teilen? Dann verlinkt mich auch gerne. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr für Farbkombinationen
trefft und findet, wodurch ihr euch inspirieren lassen konntet. Bei Instagram gibt es tatsächlich übrigens auch eine App, ich weiß jetzt gar nicht, wie die heißt, aber auch irgendwie sowas mit Color, die zieht 5 Farben aus deinem Foto raus, was du tust. Auch eine coole Sache. Und ja, damit schicke ich euch jetzt in den Tag, in die Kreativität, lasst es sprudeln. Teilt eure Beiträge gerne, markiert mich mit @lillis.berlin und Hashtag Sonntags mit Lillis, nicht vergessen. Und ja, macht's fein, habt's fein, macht's fein, habt einen schönen Tag und bis bald. Tschüss!